Und damit herzlich willkommen zu Spellforce Breath of Winter. Ja, in der letzten Episode haben wir den Durchbruch hier gewagt durch diese Feuertürme. Sind ja mehr oder weniger schlecht als recht durchgekommen. Wir haben sehr viele Verwundete hier. Aber wir haben ein Trollmonument hier, was wir natürlich nutzen wollen. Denn Trolle sind nochmal um Welten stärkere Kämpfer als die Orks. Unter diesem Gesichtspunkt her, ja, sollten wir die nutzen. Da haben wir auch noch eine viel breitere Palette. Das heißt, wir können hier auch wieder auf Eisen zugreifen. Stein ist das, was wir überwiegend benötigen. Die hatten, glaube ich, aber da doch hier den Zermalmer. Das sind die Gebäuden halt schweren Schaden zufügen. Das heißt, theoretisch könnten wir sogar noch schnell die Dinger hier wegmachen. Frage ist halt, ob das notwendig ist. Aber das werden wir dann gleich mal sehen. Also ich bin immer noch fasziniert davon, so wie gut auch das Spiel eigentlich immer noch aussieht. Also in meinen Augen natürlich fehlen jetzt so moderne Shader und den ganzen Kram. So, Steinbruch erstmal hier hinbauen. So, Holzfällerhütte brauchen wir nicht. Jagdhütte brauchen wir auch nicht. Haben wir das große Haupthaus? Das haben wir hier auch noch nicht. Okay. Bitte fertig. So, dann müssen wir uns die jetzt gleich packen, wenn die ihre Ladung abgeworfen haben. Zack. Ja, dorthin. So, ihr sollt natürlich was anderes bauen jetzt, nämlich den Keulenschnitzer. Na dann. Viel Platz haben wir hier nämlich nicht. Wir machen jetzt mal den Zugang hierzu. Schnell! Jawohl! Achso, ist eigentlich mein Elementar. Doch, da ist es wieder. Mal gucken, ob es hier durchkommt. Und derweil spawnen wir mal weitere Trollarbeiter. Ja, mit den Trollen haben wir jetzt auf jeden Fall mehr. Fertig. Ein Eisenhaus brauchen wir noch. Das brauchen wir das mittlere Haupthaus für. Und dafür brauchen wir aber das kleine Haupthaus. Das ist wie immer. So. Immer ich. Weil die Trolle halten auch generell einfach mehr aus. Also mit diesen, die extra Gebäude zerstören, könnte ich tatsächlich nochmal schnell hier hingehen und das und die Dinger hier platt machen. Auf der anderen Seite. Warum brauche ich eigentlich nicht? Ja gut, obwohl ich muss da ja wieder zurück, ne? Ich muss ja eigentlich wieder zurück. Ich muss ja in den Norden wieder, um dann das Tor zum brennenden Fels zu öffnen. So, das dürfte mein Feuerelementar sein. Okay. Okay, die Türme müssen weg. Jetzt ist es beschlossene Sache. Ich glaube, es hackt. Okay, gut. Zermalma hießen das. So, da. Dein kleines Haupthaus haben wir. Komm, Bruder, zu mir! Wir brauchen. Hinterkopf! Mittlere Haupthaus. Nicht zurückhalten! Tote Feinde!
es ernst. In Deckung. Gut, eine Steinwerkstatt soll es dann noch sein. Gucken, wo haben wir das Waffenlager? Das brauchen wir erstmal nicht. Das Eisenhaus brauchen wir auf jeden Fall und da ist die Steinwerkstatt. Die hätten wir sogar schon so bauen können. Oh, wir haben sogar ein großes Haupthaus. Wir können also den Troll-Champion mit in die Sache reinnehmen. Das machen wir natürlich, aber erstmal die Steinwerkstatt. Wobei, platztechnisch, ja doch, hier hinten hätten wir noch ein bisschen Platz. So, ihr könnt euren Kollegen mal hier bei der Steinwerkstatt helfen. Spawnpunkt, den können wir eigentlich hier hinsetzen. Den spawnen wir nämlich jetzt gleich erstmal zur Malma. Das sind die, die Gebäuden schweren Schaden zufügen können. Wie gesagt, Trolle halten noch ein bisschen mehr aus. Das heißt, es sollten eigentlich 4 Stück reichen pro Turm. Mal gucken. Also bei den Zwergen ging das zum Beispiel relativ fix, dass die Gebäude vernichtet haben. Von daher denke ich mal, das geht jetzt auch relativ schnell. Und ja, das Sonnenelementar hat dann auch die Chance, dann mal hier heile anzukommen. Bitte fertig. Werfer schmeißen heiße Steinklumpen, die Feinde zusätzlich schädigen. Zweimal Donnerschlag-Effekt, der auf Waffe, der bei Feind zusätzlich Schaden verursachen kann. Ja, das klingt doch erstmal gut. So, wo haben wir es jetzt? Zweimal da. Holz 70. Ja gut, Holz, wie gesagt, bauen wir ja erstmal ordentlich ab. Dann machen wir das mal so mit 4 Stück. Na gut, erstmal 3. Ich habe so wenig Stein. Wie viel Stein haben wir hier? Ja, 4000. Das sollte auf jeden Fall sich auch ausgehen. So, was haben wir hier? Schlechter erhält größere Keulen. Das ist aber eine der geringeren Einheiten. Champion, ich glaube, der Champion ist der stärkste von allen. Würde ich jetzt auch von ausgehen, habe ich falsch abgelegt hier. Der Champion hat nämlich kostet 100 Holz und 100 Eisen. Apropos, wie sieht es hier aus? Ja, gut, die bauen die letzten Baumreserven hier ab. Also viel passiert hier nicht mehr. Wie sieht es hier aus? Hier wird aber noch fleißig abgebaut. Na gut, die haben natürlich jetzt immer längere Wege, letzten Endes. Aber gut, Hauptsache Holz kommt rein. Okay, so, jetzt können wir bei einem zumal mal noch dazu bauen, dass wir jetzt diese Gruppe haben, diese Vierergruppe. Und dann schauen wir mal, wie widerstandsfähig die sind. Was ist? Am besten von was denn? Von der Seite hier. Hat jetzt auch den Vorteil, dass jetzt erstmal, wenn ich mich darum kümmere, um die Türme, dass jetzt erstmal ein roher Stein abgebaut werden kann. Was denn? Okay, ja, dann wollen wir mal. Der nehmen wir, der sind beide schon angeschlagen, nehmen wir erstmal den hier. Ich bin gespannt, wie lange die dem Stand halten. Wie gesagt, Trolle sind eigentlich viel, viel widerstandsfähiger. Was ist passiert? Ja. Wo ist meine Keule? So habe ich mir das vorgestellt. Wo kommen die her? Na gut, im Fokus. Auch gut.
Wenn die im Fokus stehen, gehen sie natürlich auch down, aber ich denke, das ist ein gutes Verhältnis. Einer hat sogar überlebt, hoffe ich zumindest, weiß nicht, wie lange der Effekt da dauert. Da können wir jetzt nochmal drei dazu spawnen und dann machen wir die anderen beiden Türme und dann ist gut. Wobei der Spawnpunkt eigentlich hier besser ist. Darf ich töten? Auch gut. So, das dürfte andere dunkle Elfen sein, so sieht's aus. Clanbrüder zu mir! Da habe ich doch schon wieder mit Zitronen gehandelt, ne? Ja. Na klar. Ist er hier außen rum gelaufen wahrscheinlich und dann hat er sich von den Türmen hier weghauen lassen. Ja, aber wie gesagt, man hat ja gesehen, es ging relativ schnell mit den Türmen weghauen, also von daher. Vor allem, jetzt fehlen ja auch die zwei Türme, die jetzt da auch noch mit draufballern könnten, also die sollten jetzt auf jeden Fall, ich tippe mal zwei Trolle überleben. Die Totems. Was liegt an? Die Totems könnten eigentlich sich auch hier hinten mal nützlich machen. Bin schon auf halbem Weg. Mal so gesagt. Geht's los? Ja, es geht los. Dann fang mal an. Ach, herrlich. Eigentlich, wie gesagt, auf der einen Seite ist es relativ langatmig. Aber irgendwie auch finde ich das interessant, halt so auch vorwärts zu kommen. Langsam aber sicher. Was ist passiert? Was wollen die? So. Haben wir das auch erledigt? Die behalten wir mal in der Reserve hier. Wer weiß, wann wir sie mal wieder gebrauchen können. Ja, zwei Trolle haben überlebt. Ja, wobei, noch haben sie nicht überlebt. Noch haben sie den Dot drauf. Gut, dann können wir uns jetzt um die Champions kümmern. Die brauchen auf jeden Fall noch ein Eisenhaus und ein Waffenlager. Aha, kann ich gar nicht bauen, ne? Doch, das Waffenlager kann ich bauen. Doch, das Eisenhaus kann ich auch bauen, okay. Aber wird massiv Stein benötigt. Wie viel haben wir denn? 240. Ja, da müssen wir noch ein bisschen. Sie voll besetzt? Ja, ist voll besetzt. Ja, wahrscheinlich, wenn ich die Teil deiner Leibgarde, wie ich sie ja liebevoll getauft habe, da nicht verloren hätte, dann hätte ich wahrscheinlich schon so direkt weitergehen können. Mondstein, aha. Was ist das für ein... Muss ich das nur im Inventar haben oder kann ich das anlegen? Weil es steht nicht dabei, für was es ist. Wahrscheinlich ein Ring, ne? Ich könnte ein Ring sein. Was habe ich denn da für Ringe? Ich glaube, da ist... Ja, ist ein Ring. Ich glaube, bringt der mir jetzt mehr als dieser
beliebige Magieart 1 kann. Oh, dann trage ich auch schon lange mit mir rum, hätte ich gar nicht gebrauchen können. Ja, ja, so ist das. So, dann schauen wir mal. Jetzt können wir erstmal das Eisenhaus bauen. Das machen wir, wie gesagt, ein bisschen außerhalb. Und dann die Waffenkammer. Und dann können wir eigentlich ein paar Champions noch spawnen. Und da ja gerade nicht allzu viel zu tun ist. Wo stehe ich denn rum? Ich sehe mich gar nicht. Da. Machen wir nochmal einen kleinen Rundgang durchs Lager. Und gucken zu, wie dieses Eisenhaus entsteht. Dabei sein. Gut, und dann braucht man noch die Waffenkammer. Die war, glaube ich, Waffenlager 400 Stein. Ja, das dauert noch. Frage ist halt auch, baue ich ein großes Haupthaus noch um den Titanen? Also eigentlich versuche ich ja in dem Spiel immer irgendwie alles mitzunehmen, so viel wie geht. Warum eigentlich nicht auch einen Titanen mitnehmen, wenn man ihn denn schon dazu holen kann. Ich denke, das große Haupthaus wird jetzt auch das sein, was ich als nächstes baue. Und zwar können wir das jetzt gefahrlos hier hinbauen. Okay, und da sind jetzt auch noch Kapazitäten frei geworden. Das heißt, ihr könnt jetzt hier. Ich glaube aber bei den Champions. Genau, da braucht man keinen Stein mehr. Das ist eigentlich ganz gut. Dann konnte man die Champions upgraden. Was denn? Lichter, der interessiert uns nicht, den beschwören wir nicht. Zermalmer und Werfer. Ne, das ist der Dings. Nee, ich glaube, da können wir nichts machen. Mit den Champions. Aber ich vermute mal, der Titan wird wahrscheinlich nochmal Stein kosten. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Habe ich den Troll-Titan überhaupt jemals mal beschworen? Ich weiß das gar nicht mehr. Ich meine, zum aktuellen Zeitpunkt, wo ich diese Folgen hier aufnehme, es ist Oktober 2021. Im Dezember 2017 habe ich mit dieser Serie hier angefangen. Eigentlich war längst geplant, dass ich sogar schon Spellforce 3 durch habe, aber naja, so ist es halt. Habe ich halt mal wieder Zeit gefunden. Beziehungsweise ich hatte ja Anfang des Jahres großen Bock gehabt, die Serie hier weiterzuführen, aber da lief das ja alles nicht. Aber umso dankbarer bin ich, dass da halt wirklich da nochmal wirklich ein Patch, ein offizieller Patch nachgeschoben worden ist. Bitte fertig! Den Zyklopen, an den kann ich mich, glaube ich, gar nicht erinnern. Habe ich den jemals wirklich in dem Hauptspiel, also in der Hauptkampagne, mit meinem Nahkämpfer und dem Exekutor jemals beschworen? Ich weiß es echt nicht. Nehmen wir das Update noch mit? Ja, das nehmen wir dann auch noch mit, würde ich sagen. Ich kann ja auch erstmal nur mit dem Titanen losziehen. Und notfalls dann immer noch nach, dann die Champions nachspawnen.
Warum eigentlich nicht so? In meiner Hauptgruppe ist jetzt meine neue Leibgarde sozusagen. Verbesserung fertig. Ja, aber der braucht halt auch nochmal 300 Steine, das war klar. Und 700 Holz. Ja, die Holzsituation. Ja gut, die rennen halt wirklich jetzt zu jedem Baum. Ich habe das jetzt fast alles kahl geschlagen hier. Und hier oben sieht es wahrscheinlich auch nicht besser aus. Und irgendwann werden sie wohl auf die Idee kommen, hier den Baum abzubauen. Und naja, was denen dann blüht, wissen wir ja. Also, das heißt für mich... Das heißt für mich, eine Holzfällerhütte jetzt hier hinbauen, dann müssen die Trolle halt auch abbauen. Nutzt nichts. Das nutzt nichts. Wenn ich noch irgendwo nochmal einen Stein vorkommen? Nee, ne? Damit das ein bisschen schneller geht. Hier oben wahrscheinlich sowieso nicht. Da haben die Entwickler ja schon so ein bisschen drauf geachtet, dass das... für jeweiligen Monument passt. Na, die könnten halt so ein Steinmetz gebrauchen, aber das ist ja schon wieder irgendwas, sag mal, filigranerer Beruf. Das passt da nicht so ganz zu den Trollen. Nicht zurückweichen! Ja, Verluste. So, aber du, mein Freund, kommst jetzt auch wieder in unsere exquisite Gruppe. Diesmal kannst du ja dich gefahrlos zu uns begeben. Nicht zurückweisen! So, 270 Steine, noch 30, noch 20, noch 10. Und dann holen wir uns mal den Zyklopen dran. Und der kommt auch in die Explosiv-Gang. Na gut, der braucht auch ein bisschen. Jo, aber dann müssten wir auf jeden Fall genau das Waffenlager noch bauen. Ich packe das jetzt auch gleich alles einfach so in eine Gruppe und dann gehen wir einfach mal vorwärts. Also hier ist schon mal wieder ein Turm. Dürfte aber auch ein Flammenturm sein und wenn das nur einer ist, habe ich da nicht so... Außerdem habe ich die beiden ja noch hier. Könnte ich ja quasi mal vorausschicken, wenn die nächste Welle hier da war. Das machen wir doch. Und produzieren sicherheitshalber nochmal zwei. Okay, geht nur einer. Steinmangel. Wer hätte es gedacht? Eieiei, das kann ja noch was werden. Darf ich tauschen? So, der Trolltitan müsste auch gleich da sein. Ich kann mich echt nicht mehr dran erinnern, ob ich den, vielleicht wenn ich ihn jetzt sehe.
Oder ich muss mir meine alten Folgen alle mal angucken wieder. Ich meine, das mache ich ja sowieso eigentlich. Hatte ich ja schon mal erwähnt, dass es ja in erster Linie so ein Archiv für mich ist. Und wenn ihr aber auch beim Zugucken ein bisschen Freude habt. Verbesserung fertig. Nee, also an den kann ich mich überhaupt nicht erinnern, dass ich den jemals mal beschworen habe. Umso besser, dass das jetzt passt. Und dass er jetzt quasi zur Hauptgang gehört. Ja, komm. Was denn? Dann mal los. Folgt mir. Tue wie befohlen. Darf ich töten? Gehen wir dem Ganzen mal entgegen. Verschaffen. Naja, das habe ich mir gedacht. Das habe ich mir gedacht, dass hier oben natürlich noch dementsprechend Leute sind. Den Spawnpunkt müssen wir auf jeden Fall. Okay, die machen aber nur 10 Schaden, der Turm hier. Okay. Die Rune! Ich bin mir nicht sicher. Was wollen die? Also mit meiner kompletten Leibgarde, das hat ja einmal funktioniert, hätte ich mich an die hier nochmal rangewagt. Was denn? Dann macht gleich den hier weg. Ja, da hätte ich mich rangewagt. Also, okay, das sind wohl Pseudotürmchen, würde ich sagen. Aber dann machen wir die. Darf ich töten? Machen wir die gleich weg. Okay, so. Ich frage mich natürlich jetzt auch, wo wäre denn jetzt der Zugang von oben gewesen? Hier wahrscheinlich. Da wären wir wahrscheinlich von da gekommen. Verschwindet! Ah, das ist die große Gruppe, die spawnt da oben raus. Was ist passiert? Was wollen die? Bin schon auf halbes Weg. Gut, wir sollten auf jeden Fall die Waffenkammer bauen und jetzt doch Champions noch nachziehen. Also das macht Sinn, glaube ich. Das macht Sinn. Die Waffenkammer. Das Waffenlager, so rum. Ja, da werden wir nicht drum herum kommen, da auch noch was zu machen in der Richtung, um ganz sicher zu gehen. Ich würde sagen, dann greifen wir von zwei Seiten an. Mit der Truppe von der Seite und mit den... wie kann ich überhaupt noch... Spawn, naja, genügend. Ich kann ja wahrscheinlich sogar hier schon auf 60 erhöhen. Durch das große Haupthaus. Wo haben wir es? Ah. Ne, 2000 Nahrung, ne? Ich denke aber, brauchen wir auch nicht. Okay, dann würde ich sagen, setzen wir den Spawnpunkt hier hin. Mir nach! Lauft! Weil die Totems auch alle massiv gelitten haben. Aber gut, für ein paar Schmerzsalven wird es wohl noch reichen. Und dann mal schauen, was wir noch da rausholen können. Haben wir auf jeden Fall noch jetzt hier noch Goblins nach. Genau, Champion. Nahkämpfer mit einem zweihändigen Kriegshammer aus Eisen. Das werden auch die stärksten sein, gehe ich mal von aus, weil
Die kosten ja Holz und Eisen, aber hier gibt es noch Schleuderer. Auch nicht verkehrt. Halt Fernkämpfer, ne? Naja, schauen wir mal. Ja, aber das war's wieder für diese Folge. Seid gespannt, wie wir dann in der nächsten Folge dann diese Pyramide hier stürmen und dann hoffentlich bald mal den letzten Schlüssel kriegen, damit wir dann zu einem brennenden Fels können. Und dann, ja, schauen wir mal. Da könnte ich mir vorstellen, wird dann die alles entscheidende Schlacht stattfinden, könnte ich mir vorstellen. Schauen wir mal, ob dem dann auch so ist. Also, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Ein Abo, falls noch nicht geschehen, freue ich mich auch. Ansonsten habt noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.